Heute im Spoilerboten. Unterhöschen, Ätherrunen, Ätherschlüssel und die Weilrüstung. Ich bin Baskerville, los geht's. Wir fangen an mit der Unterwäsche. Die kommt in den Shop. Das ist jeweils die Asmodia und die Elios Unterwäsche. Ihr könnt jetzt auch als Asmodia zum Beispiel die Unterwäsche der Elios tragen und umgekehrt. Aber als Asmodia könnt ihr natürlich auch die Unterwäsche der Asmodia tragen, die dann färben oder auf eine Rüstung skinnen. Als nächstes schauen wir uns die koreanische Tracht des Kaiserpaares an und das ist für weibliche Charaktere ein Kleid und für männliche Charaktere so ein Kampfanzug, den kann man auch färben, das habe ich hier gemacht und der ist rot eingefärbt. Ja, gut, jetzt drehen wir wieder normal. Nach meinem elendigen Aussetzer zeige ich euch jetzt das Blumenkind-Bündel und das sind jeweils zwei Items und ja, das sieht dann so aus. Nach einer gefüllten Ewigkeit ist endlich der Ätherrunen-Ätherschlüssel im Shop und das ist die Mac-Version hier, die ich euch jetzt zeige. Sieht ziemlich cool aus. Weil es letzte Woche die Mastarius-Rüstung im Shop gab, gibt es jetzt die Weil-Rüstung und die zeige ich euch jetzt hier im Durchlauf. Zu guter Letzt kommen wir zu den Consumables und hier wurde die Jaspers Gunst, dieser Administrator Boon, ausgetauscht und die gibt es in zwei Varianten, einerseits 15 Tage und einerseits 30 Tage. Was ist das Neue daran? Beide Items können bis Stufe 65 angewendet werden. Die aktuelle Jaspers Gunst ist nämlich nur bis Stufe 50 anwendbar gewesen. So, das war's auch schon wieder. Diesmal war's nur ein Shop-Update, weil die 4.6.2 Videos gerade in der Produktion sind. Freut euch drauf. Wir sehen uns, wir hören uns. Bis dann.